Es ist wunderbar, dich Guten heute Morgen. Bei uns zu haben. Sollen wir Namaste sagen oder nicht? Namaste ist gut. Im Grunde, wisst ihr, ist das eine Art, wenn ihr eine Person anschaut, neigt ihr dazu, ihr Geschlecht, ihre Kaste, ihre Glaubensrichtung, ihre Hautfarbe wahrzunehmen, gut, schlecht, alle Arten von Dingen. Darüber hinaus zu sehen, dass grundsätzlich die Quelle allen Lebens die gleiche ist, wenn wir also Namaste machen, erkennen wir genau diese Dimension in dir an. Du als Möglichkeit, nicht was du heute bist. Wir sprechen also darüber, wie wir uns sozusagen umgestalten. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber die New Yorker sind eher etwas nervös. Wie könnte einem das entgehen? Du hast es also bemerkt. Also, was müssen wir tun, um uns irgendwie zurückzusetzen und umzustrukturieren? Nun, es geht um innere Entwicklung in Engineering. Schaut, wir haben die Außenwelt so entwickelt, wie wir das wollen. Aber was haben wir mit uns selbst gemacht? Als eine Generation von Menschen leben wir auf höchstem Niveau an Komfort und Bequemlichkeit, aber wir jammern wie niemand zuvor. Also wir finden den inneren Frieden nicht, das wahre Glück, Erfolg. Versteht, diese Worte sind immer mehr zum Klischee geworden, innerer Frieden, innere Freude. Aber sag mir, alle menschlichen Erfahrungen, Freude oder Elend, wo finden sie statt? Die können nur in uns stattfinden, es passiert nie in der Luft, okay? Manche Leute sagen, Liebe liegt in der Luft, aber das stimmt nicht. Wenn du verliebt bist, sieht es so aus, als ob alles so wäre. Wenn du in Freude bist, sieht es so aus, als ob die ganze Welt glücklich ist. Also kommt grundsätzlich alle menschliche Erfahrung aus uns selbst heraus. Was um uns herum passiert, das sind so viele Kräfte, die können wir nicht alle kontrollieren. Einiges davon geschieht, wie wir uns das wünschen, aber was aus uns selbst heraus geschieht, muss so geschehen, wie wir uns das wünschen. Das ist im Augenblick das einzige Problem, das Menschen haben. Was in uns geschieht, geschieht nicht so, wie wir das wollen, weil wir nicht so entwickelt sind, wie wir das wollen. Gute Entwicklung heißt einfach, dass es funktioniert so, wie wir das wollen. Und wie lässt sich das erreichen? Es gibt da einen wissenschaftlichen Prozess, so wie es Wissenschaft und Technik für das äußere Wohlergehen gibt, gibt es auch eine ganze Wissenschaft und Technik für das innere Wohlergehen. Teilt ihr meine Meinung, dass dieser menschliche Mechanismus die komplexeste oder am weitesten entwickelte Maschine auf dem Planeten ist? Aber habt ihr euch das Benutzerhandbuch schon durchgelesen? Das ist sehr lustig. Also, übrigens gibst du Online-Kurse, nicht wahr? Ja, es gibt das Online-Inner-Engineering-Programm, das mehr ein vorbereitender Schritt ist für das Completion-Programm, das stets persönlich vermittelt wird. Du kennst dich mit den sozialen Medien sehr gut aus und hast fast 2 Millionen Followers auf YouTube. Es gibt über 5 Millionen Menschen auf unseren YouTube-Kanälen, ja. Das ist ja unglaublich. Aber wenn du vom Auskennen sprichst, ich lebe schon mehr als 6 Jahrzehnte auf diesem Planeten. Ich kenne die Welt und weiß, wie sie funktioniert. Und es gibt auch die Isha Foundation, die du hast. Die können Leute besuchen und ein paar Tage dort verbringen. Ja, wir haben 2 große Zentren. Wir haben in Städten Zentren, über 350 auf der ganzen Welt. Aber es gibt auch 2 große Zentren, eines in Südindien und eines in Tennessee bei Chattanooga. Das sind über 930 Hektar Grundstück mit einem großen Meditationszentrum. In Indien sind das über 200 Hektar Grund. Das ist einer der bedeutendsten Orte. Es ist derzeit auf der Incredible India-Plattform auch als Tourismusziel. Und ich weiß, dass du unter anderem in New York bist, weil du, ich denke, ein Modefan bist. Keine Ahnung, kann das sein? Wie schlage ich mich? Du siehst großartig aus. Du bist stylisch von den Haarspitzen bis zu den Zehen. Du machst sowas wie Mode trifft Frieden, oder? Also, dies ist der 150. Geburtstag von Mahatma Gandhi. Daher machen wir dieses Jahr vieles, was ihm am Herzen lag. Eines war das ländliche Leben. Also arbeiten wir viel mit den Bauern und gestalten Modelldörfer. Etwas anderes ist Kleidung, weil ein Symbol von Mahatma Gandhi war immer das Spinnrad. Und weil er damit gegen die Zerstörung der indischen Textilindustrie durch die Besatzungsmächte seiner Zeit protestiert hat. Daher versuchen wir, das zurückzubringen, weil Indien über 136 unterschiedliche Webarten kennt. So etwas gab es noch nie in keiner anderen Kultur. Es hat ein paar Jahrhunderte gedauert, diese Fähigkeiten zu entwickeln. Aber heute sind die meisten davon vom Aussterben bedroht, weil es wohl die letzte Generation ist, die diese Webtechniken beherrscht. Ihre Kinder sind alle Softwareentwickler geworden, wahrscheinlich in San Francisco. Also versuchen wir, das zurückzudrehen. Um das zurückzudrehen, ist es am wichtigsten, einen Markt zu schaffen. Daher stellen
wir diese Textilien aus. Wir haben 120 Variationen unterschiedlicher Webarten mitgebracht, um sie einigen der besten amerikanischen Designer zu präsentieren, damit sie sich mit diesen Webarten vertraut machen. Und auch, wie man sie einsetzt. Es ist ihre Wahl. Oh, das ist ja toll. Also wenn einer jetzt zuschaut, was können wir tun, dass er sich besser fühlt? Gibt es etwas, das wir, wie einen Gedanken, den wir sozusagen denken können, verstehst du? Um unseren Verstand heute umdrehen zu können, um unseren Verstand zu resetten oder so. Es ist ganz einfach so. Worunter die Leute leiden, ist nicht ihr Leben. Die Leute glauben, sie leiden an ihrem Leben. Nein, sie leiden die meiste Zeit an ihren eigenen Gedanken und Gefühlen. Entweder an ihrem Körper, ihren Gedanken oder ihren Gefühlen. Die meiste Zeit, außer wenn sie verletzt sind oder ein Gebrechen haben, das mag der Körper sein, aber den Rest der Zeit sind es lediglich ihre eigenen Gedanken und Gefühle. Wann werdet ihr lernen, mit euren Gedanken und Gefühlen umzugehen? An welchem Punkt in eurem Leben? Weil wenn ihr selbst mit 50, 60 nicht wisst, wie ihr mit euren Gedanken und Gefühlen umgehen müsst, wann werdet ihr es verstehen? Vielleicht nie. Also wenn ihr das nie schafft, sagt ihr damit ja, dass die grundlegenden Fähigkeiten, die ihr besitzt, die einmalig sind beim Menschen. Dieses Ausmaß an Gehirnaktivität beim Menschen ist einmalig, zumindest auf diesem Planeten. Also ihr werdet es niemals schaffen, eure grundlegendsten Werkzeuge, die uns erst zu Menschen machen, so einzusetzen, wie ihr das wünscht. Ist das nicht eine Katastrophe? Das ist eine Tragödie. Kann man das machen mit Meditation, weißt du? Hilft das, Gefühle zurückzusetzen? Naja, verstehst du, das Wort Meditation bedeutet eigentlich nichts, weil es zu allgemein ist. Es ist nicht, sobald jemand seine Augen schließt, denken wir, dass er meditiert, weil es dabei viele Ebenen gibt. Aber wie sollen wir denn Gedanken nutzen? Es gibt einige Dinge, die in den meisten von uns regelmäßig passieren. Der Atem passiert selbstverständlich und es gibt einen Gedankenprozess, der abläuft. Also kannst du diese beiden verbinden und weil du gefragt hast, was wir jetzt gerade machen können, ist einfach dies. Seht, was ihr als meinen Körper bezeichnet, ist eine Ansammlung. Es ist eine Nahrung, die wir gegessen haben, die sich langsam so ansammelte. Und was du als meinen Verstand bezeichnest, sind die verschiedenen Eindrücke, die wir von der Welt um uns in uns aufgenommen haben. Also dies ist ein Haufen Nahrung, dies ist ein Haufen Eindrücke. Und wo bist du? Also ist es das Einfachste, dass du ein wenig Abstand schaffst zwischen dem, was du meinen Körper nennst und was du meinen Verstand nennst. Also du machst das einfach, das können die Leute machen. Es gibt auch eine geführte Meditation namens Isha Kriya, die es in der App gibt und allem anderen. Alles, was du tun musst, ist dich bei der Einatmung zu erinnern. Ich bin nicht der Körper und bei der Ausatmung zu erinnern, ich bin nicht einmal der Verstand. Ich bin nicht der Körper. Und was bist du? Aber mit der Einatmung und Ausatmung. Warum fragst du mich? Darum geht's. Ja, genau. Ich bin nicht der Körper. Ich bin nicht der Verstand. Nun, wenigstens verstehe. Das Wichtigste ist, dass du weißt, ich weiß es nicht, okay? Ich weiß es nicht ist eine enorme Möglichkeit. In dem Augenblick, in dem du verstehst, ich weiß es nicht, entsteht das Verlangen zu wissen und die Möglichkeit zu wissen, auf ganz natürliche Weise. Schau, genau in dem Moment, in dem du kapierst, ich weiß es nicht, stellst du die Frage, was bin ich dann? Aber du fragst mich, was bin ich? Du solltest nicht mich fragen, du solltest dich selber fragen, was ist das Wesen meiner Existenz? Wenn du die Beschaffenheit deiner Existenz nicht verstehst oder kennst, wird deine Existenz zufällig sein oder nicht? Es ist das, was so viel Angst verursacht. Stell dir vor, du gerätst gerade in einen Unfall irgendeiner Art. Ist da Angst? Ich habe dich mal über Angst und Verlangen sprechen gehört, dass diese alle... Bist du eine Veteranin? Dass die aus der Umwelt kommen. Nein, ich sage... Also, wenn du in einen Unfall verwickelt wirst, ist da nicht auf natürliche Weise Angst in jedem? Ja, natürlich, das ist natürlich, oder? Du dich für also einen heutzutage, Unfall. Ja, heutzutage existieren die meisten Menschen zufällig, weil sie nicht einmal das Wesen ihrer eigenen Existenz kennen. Also denken wir, dass Angst etwas Natürliches ist. Ängste sind nicht natürlich. Als Kind, als du 2, 3, 4 Jahre alt warst, da war die Freude natürlich, nicht wahr? Ausgelassenheit war natürlich. Nun fangen wir an zu sagen, dass Angst natürlich wäre. Nein, Angst ist nicht natürlich. Das liegt daran, dass du zufällig existierst. Ich bin nicht mein Körper. Ich bin nicht einmal mein Verstand. Einatmen, ich bin nicht der Körper. Ausatmen, ich bin nicht einmal der Verstand. Das ist ein geführter Prozess in der App und... Schön, dass du hier warst. Danke euch. Schaut ihn euch mal auf all seinen Social-Media-Plattformen an. Er muss jetzt los, weil er zu den Vereinten Nationen muss. Er ist ein vielbeschäftigter Mann. Vielen Dank.